Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wochenhoroskop von 17. bis 23. September 2018 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen, ich auch, wir berechnen die Horoskopen anders, als wir in westlichen Astrologie das kennen. Die indischen Astrologie berücksichtigt, dass unserem Sonnensystem auch eine gewisse Bewegung hat. Es ist zwar minimal, aber im laufenden Jahrhunderten macht es schon was aus. Und diese Berechnung ist übereinstimmend, so wie die Astronomen das auch berechnen. Ich empfehle auch, Ihren Geburtshoroskop umrechnen lassen, damit wir im Einklang sind, so wie ich die Wochenhoroskopen vermittle. Ich biete das an als Blitzberatung. Und jetzt kommt die Wochenthemen. Klarheit, Orientierung ist sehr wichtig in unserem Leben, über eine bestimmte Situation Klarheit zu bekommen. Oder klare Entscheidungen treffen. Welche Tierkreiszeichen treffen klare Entscheidungen und welche Tierkreiszeichen haben noch Unsicherheiten, Unklarheiten? Klarheit und Orientierung haben die Jungfraugeborenen, die Stiergeborenen, die Steinbockgeborenen, die Krebsgeborenen und die Skorpiongeborenen. Ganze Woche ist eine gute Energie über etwas in klaren Werden, etwas klären. Das sind die wichtigsten Themen. Für die Tierkreiszeichen Fischengeborenen spiegelt das etwas. Das heißt, es ist eine Aufgabe zur Zeit für die Fischengeborenen über etwas in klaren Werden oder etwas klären. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen und die Tierkreiszeichen Wagengeborenen bekommen Hilfe, Unterstützung. Es klärt sich etwas auf, aber dieser Einfluss kommt von außen. Bei den Tierkreiszeichen Widdergeborenen und bei den Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen herrscht eine gewisse Unklarheit. Und Schwierigkeiten haben die Schützengeborenen und die Zwillingsgeborenen, wenn das um Thema Klärung oder die Klarheit geht. Natürlich bedeutet das auch die Augen öffnen an etwas. Und da sind die Unklarheiten gerade bei den Schützengeborenen und Zwillingsgeborenen. Thema Kraft. Mutig zu sein, etwas in Bewegung setzen oder uns durchsetzen im Leben. Welche Tierkreiszeichen haben diese Kraft und Mut, etwas Neues starten oder sich durchsetzen, Kraft zu zeigen oder Sport machen, das gehört auch dazu. Es ist eine gute Energie für die Steinbockgeborenen, für die Jungfraugeborenen, für die Stiergeborenen, für die Skorpiongeborenen und auch für die Fischengeborenen. Sie haben Mut, sie haben Kraft, sie werden einiges in Bewegung setzen oder sie fangen an, Sport zu treiben. Diese Kraft spiegelt etwas für die Krebsgeborenen. Das heißt, die Krebsgeborenen sollen überlegen, wo sollen sie sich einsetzen, in welche Richtung sollen sie mutig sein, ihren Kraft einsetzen. Und ist auch wichtig für die Krebsgeborenen, nicht passiv verhalten, sondern aktiv sein. Hilfe bekommen die Schützengeborenen und die Wassermanngeborenen. Das sind Einflüsse von außen. Jemand gibt Kraft oder eine männliche Person unterstützt die Schützengeborenen und die Wassermanngeborenen. Wo setze ich meine Kraft ein? Diese Frage stellen sich die Löwengeborenen und die Zwillingsgeborenen.
Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen und die Tierkreiszeichen Wagengeborenen fühlen sich müde, erschöpft, kraftlos. Wir bleiben noch immer noch in die Wochenereignisse. Gesprächen, wichtige Terminen oder Verträgen, Informationen. Eine gute Nachricht kommt bei den Löwengeborenen, bei Schützengeborenen, bei Wiedergeborenen, bei Waagegeborenen und bei Zwillingsgeborenen. Entweder gute Gespräche oder eine gute Nachricht oder ein Vertrag, was auch Vorteile hat. Für die Wassermanngeborenen spiegelt das etwas. Das heißt, für die Wassermanngeborenen nicht nur warten, bis eine Nachricht kommt, sondern die Gespräche suchen oder genau zuhören, was die anderen meint. Eine gewisse Unterstützung oder ein guter Rat bekommen die Krebsgeborenen und die Jungfraugeborenen. Unklarheiten, was die Kommunikation betrifft, das trifft die Fischengeborenen und die Steinbockgeborenen. Eine schlechte Nachricht trifft die Skorpiongeborenen und die Stiergeborenen. Kann auch bedeuten, dass sie warten auf eine Nachricht oder einen Termin oder einen Vertrag und es kommt noch nicht. Da sind Einschränkungen. Nächste Wochenthema ist Glück. Oder vermehren etwas, Gewinn machen, Glück zu haben in die Woche und auch Gerechtigkeit, die Rechte zu bekommen. Diese Vorteile haben die Waagegeborenen, die Zwillingsgeborenen, die Wassermanngeborenen, die Löwengeborenen und die Schützegeborenen. Gerechtigkeit, dafür kämpfen die Wiedergeborenen, weil das spiegelt etwas, zur Zeit für die Wiedergeborenen, also für die Gerechtigkeit einsetzen oder mal ihren Chancen auch bewusst wahrnehmen. Eine Unterstützung bekommen die Jungfraugeborenen und die Skorpiongeborenen. Also entweder kommen Einflüsse von außen und dadurch gibt Glück oder jemand hilft und dadurch bekommen ihren Rechte. Ein gewisses Risiko verspüren die Stiergeborenen und die Fischengeborenen. Wenn sie investieren, das ist Risiko, ob sie wirklich da gewinnen. Oder wenn um eine rechtliche Situation handelt, dann ist noch Unklarheiten da. Ungerechtigkeit und Verlust erleben die Krebsgeborenen und die Steinbockgeborenen. Liebe, Partnerschaft. Harmonie und Frieden. Dieses Glück haben gerade die Waagegeborenen, die Zwillingsgeborenen, die Wassermanngeborenen, die Löwengeborenen und die Schützegeborenen. Liebe spiegelt etwas für die Wiedergeborenen. Das heißt, auf anderen zugehen, Gefühlen, Interesse zeigen, Gefühlen annehmen, die Beziehung in Harmonie bringen. Hilfe oder eine neue Begegnung, Einflüsse von außen, kommt bei den Jungfraugeborenen und auch bei Skorpiongeborenen. Kummer oder alleine zu sein, diese Hilflosigkeit oder Einschränkungen in die Partnerschaft, das haben die Krebsgeborenen und die Steinbockgeborenen. Karma ist auch ein wichtiges Thema. Was bedeutet Karma? Wir Menschen haben eine Seele. Und wenn wir sterben, dann verlässt die Seele unseren Körper, verlässt Materie, verlässt die Erde und kehrt zurück zum Gott oder zum Himmel. Und die Seele hat die Erinnerungen, auch die Gefühle, es ist alles gespeichert, all das, was wir erlebt haben. Und die Seele lässt Revue passieren. Und wenn die Seele sich befreit fühlt, glücklich, zufrieden, befreit, kann sich aufatmen, dann hat sich befreit von Karma. Natürlich kommt dazu die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung, das muss auch ausgleichen. Aber wenn die Seele bedrückt fühlt,
und meint, möchte etwas verbessern, dann macht die Seelenreise und kehrt wieder zurück auf die Erde. Etwas verbessern oder nochmal lernen, sich zum Entfalten. Und das sind diese karmischen Erinnerungen, das heißt, wir haben auch früheren Leben. Kann auch bedeuten, wir haben mehrere früheren Leben. Und diese alten karmischen Themen haben zurzeit die Steinbockgeborenen. Natürlich haben wir auch Lernaufgabe oder wir entwickeln uns in eine bestimmte Richtung und suchen wir neue Wege. Und diese Themen haben zurzeit die Krebsgeborenen. Unerwartete Ereignisse, ungewöhnliche Ereignisse, eine Überraschung, das erleben die Wiedergeborenen. Alte Enttäuschungen, diese enttäuschenden Gefühle verspüren sich die Wassermanngeborenen. Thema Loslassen und im inneren Kraft bleiben, diese Themen haben zurzeit die Schützengeborenen. Das waren jetzt die Wochenthemen. Und jetzt schauen wir die Tagesenergie an und das löst die Mondbewegung aus. Montag am 17. September ist Halbmond. Halbmond ist wunderschön, aber immer eine Spannung. Es fehlt ein Element. Und die fehlende Element ist die Luftelement. Und wenn wir aufatmen können oder von etwas befreien können oder verspüren wir die Leichtigkeit, dann bekommen wir die Balance des inneren Gleichgewichts. In diesem Montag steht Mond mit Saturn in Verbindung in Tierkreiszeichen Schütze. Natürlich ist das die indische Berechnung. Und das bedeutet unseren Gefühlen ernst nehmen. Die indische Astrologie arbeitet mit Tithis. Und das bedeutet, dass die Mond die Entfernung nach Vollmond oder nach Neumond, die erste Tithi bedeutet ein Tag nach dem Neumond oder ein Tag nach Vollmond, dann kommt die zweite Tag, die dritte Tag. In diesem Montag, in diesem 17. September, befindet sich Mond im 8. Tithi, also die 8. Tag nach Neumond. Dieser Tag ist der Tag, die Umbrüche, kommt alles hoch von den Unbewussten und es ist wichtig, etwas zum Klären. Wir werden unsere Emotionen deutlich spüren, nicht nur, weil Saturn belernt uns und zeigt, dass wir unseren Gefühlen ernst nehmen sollen, sondern weil Montag ist ein Mondtag. Mondhäuser, das gibt auch in indischen Astrologie, was nichts anderes ist als die Tagesbewegung des Mondes. Und dazu gibt auch eine Geschichte, eine mythologische Geschichte. Der Mond ist ein Mann und verliebt sich eine hübsche junge Dame und macht einen Heiratsantrag. Und ihr Vater sagt, nun gut, du darfst meine Tochter heiraten, aber du musst ihre Schwester auch heiraten und es sind 27 Geschwister. Der Mond heiratete alle 27 Frauen. Und jeden Tag besucht eine von seinen Frauen. Und das sind die Tagesbewegung des Mondes. Und jede Frau verkörpert anderen Eigenschaften. Also jedes Mondhaus ist anderes beschrieben und es kommt natürlich von Sternen. In diesem Montag befindet sich Mond oder bewegt sich Mond im Mondhaus Mula und das bedeutet übersetzt Wurzel. Dinge auf dem Grund zu gehen. Und das ist sehr gut, etwas starten, was wir ein Fundament brauchen, wie zum Beispiel einen Vertrag unterschreiben oder ein Haus bauen oder Eheschließung. Also die Fundament ist da und es ist ein guter Neuanfang. Wo wir achten sollen in diesem Mondhaus, und das trifft Montag, das alles beginnen, was ein Fundament braucht, was wir befestigen möchten. Also der Tag ist dafür gut.
aber wir sollen vermeiden Einkauf und Verkauf. Mond beeinflusst unseren Alltag und zeigt kleineren Veränderungen in unserem Leben, beeinflusst unseren Gefühlszustand. Es kann auch bei Mondbewegung auch um Mutterthemen handeln. Dieser Mond am Montag ist sehr gut für die Schützengeborenen, auch für Löwengeborenen, auch für Wiedergeborenen, auch für Wassermanngeborenen und Waagegeborenen. Diese Mondenergie, und das ist ein Schütze-Mond, spiegelt etwas für die Zwillingsgeborenen, im inneren Gleichgewicht bleiben, auf die Gefühle achten. Und hilft, unterstützt diese Mondenergie die Skorpiongeborenen und auch die Steinbockgeborenen. Unsicherheit löst aus bei Stiergeborenen und bei Krebsgeborenen. Und Nervosität, das verspüren die Jungfraugeborenen und die Fischengeborenen. Dienstag am 18. September. Dienstag ist ein Mars-Tag. Mars ist die männliche Energie. Das kann natürlich auch ein Mann bedeuten, aber bedeutet auch Kraft und Mut zu zeigen. Etwas in Bewegung setzen. Das ist die 9. Tithi, das heißt die 9. Tag nach Neumond. Und diese 9. Tithi bedeutet Rückzug. Und die Zahl 9 ist auch Ende an etwas, aber gleichzeitig auch ein Neuanfang, ein neuer Zyklus beginnt. Dieser Mondhaus, Dienstag, immer noch ein Schütze-Mond, befindet sich im Mondhaus Purvashada. Und das bedeutet, die Zentrum ist gerade unserem Wünsche und unserem Bedürfnisse. Unerfüllte Wünsche kann die Ursache sein zu Unzufriedenheit und sogar zum Krankheit. Also löst aus die Symptomen bei bestimmten Krankheiten, diese Unzufriedenheit. Dieser Schütze-Mond ist eine gute Energie für die Schützengeborenen, für Löwengeborenen, für Widergeborenen, für Wassermanngeborenen und für Waagegeborenen. Spiegelt immer noch etwas für die Zwillingsgeborenen und das bedeutet im inneren Gleichgewicht bleiben. Eine Unterstützung kommt für die Skorpiongeborenen und für die Steinbockgeborenen. Kann auch bedeuten, dass Einflüsse von außen und es ist sehr schön und beruhigend. Unsicherheit, Zweifel löst aus bei den Krebsgeborenen und bei Stiergeborenen. Nervosität, Angst, Unzufriedenheit, das verspüren die Fischengeborenen und die Jungfraugeborenen. Mittwoch am 19. September. Mittwoch ist ein Merkurtag, also Tag der Kommunikation, Verträge, Terminen. Mond befindet sich im 10. Tithi, das heißt die 10. Tag nach Neumond. Und dieser Tag eignet sich dafür neu orientieren, eine frische Kraft, ein guter Anfang und Balance zu finden in unserem Leben. In diesem Tag befindet sich Mond immer noch im Schütze, aber im Grenzbereich zum Steinbock. Und das ist die gleiche Energie, immer noch die gleiche Mondhaus ist die Bewegung wie gestern. Und das erleben wir noch Vormittag. Und Nachmittag übergeht Mond schon in Tierkreiszeichen Steinbock, also wechselt den Tierkreiszeichen und wechselt auch den Mondhaus. Und das, was wir Mittwochnachmittag erleben, das ist die gleiche Energie wie Donnerstag. Donnerstag am 20. September, das ist ein Jupitertag. Jupiter bringt Glück, erweitert unseren Horizonten, vermehrt etwas. Und Jupiter sorgt für Gerechtigkeit, mindestens mal die göttliche Gerechtigkeit. In diesem Donnerstag steht Mond mit Mars in Verbindung in Tierkreiszeichen Steinbock.
Natürlich geht es um Impuls, das ist die Mars-Energie und beim Mond unserem Gefühlen. Also kann bedeuten in diesem Donnerstag, dass wir zu viel Liebe zeigen, also mehr wie sonst, oder kann auch in andere Richtung gehen, Wutausbrüche. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock in 11. Tithi. Diese 11. Tithi öffnet sich leichter den Tor zum Himmel. Was wir heute beginnen, steht im guten Sternen. Mondhaus in diesem Tierkreiszeichen Steinbock, die Mondhaus, das ist die Tagesbewegung des Mondes, heißt Uttara Shada. Und das heißt, diese Mondhaus Verbindung zu unserem höheren Selbst, ein klares Denken, es klärt sich etwas auf und die Spiritualität ganz stark ausgeprägt. Diese Mondenergie ist gut für die Steinbockgeborenen, für die Jungfraugeborenen, für die Stiergeborenen, für die Fischengeborenen und für die Skorpiongeborenen. Diese Mondenergie spiegelt etwas für die Krebsgeborenen und das bedeutet für die Krebsgeborenen inneren Gleichgewicht bleiben. Eine Unterstützung oder Einflüsse, gute Einflüsse von außen kommen bei den Schützengeborenen und bei den Wassermanngeborenen. Eine gewisse Unsicherheit haben die Löwengeborenen und die Zwillingsgeborenen. Nervosität, innere Unruhe, Spannung, das haben die Wiedergeborenen und die Waagegeborenen. Freitag am 21. September. Freitag ist ein Venustag und Venus ist die weibliche Energie, Schönheit, Kreativität, Ästhetik, Kunst und Harmonie und Frieden. Und Venus ist die Liebesplanet. In griechischer Mythologie ist das Aphrodite. Venus erreicht in diesem 21. September die maximalen Glanz. Und das bedeutet eine ganz starke weibliche Energie, also wir Frauen glänzen. Mond befindet sich im 12. Tithi und die Blick richtet sich nach oben oder die Blick richtet sich nach die Ferne. In diesem Tag erleben wir Wohltätigkeit, Unterstützung, Gewinn, Reichtum. Mond befindet sich noch im Tierkreiszeichen Steinbock. Und die Mondhaus heißt Shravana und das bedeutet Adler und bedeutet auch zuhören, hören oder zuhören, was der andere meint. Dieser Adler ist nichts anderes wie das Sternbild Adler und die Hauptstern von diesem Sternbild ist Altair. Ich erzähle immer wieder diese schöne Liebesgeschichte zwischen Altair und Vega. Die haben sich verliebt und wurden sich aber getrennt, bis dann Deneb von Sternbild Schwan eine Brücke baut zwischen den beiden Liebenden aus Schwanen. Also das ist diese Altair im Sternbild Adler, wo hier in diesem Mondhaus wirkt und die Mondhaus heißt zuhören. Eine bewegliche mentale Energie, aber sehr wichtig heute die Ohren offen lassen. Diese Mondenergie ist sehr gut für die Steinbockgeborenen, für die Stiergeborenen, für die Jungfraugeborenen, für die Skorpiongeborenen und für die Fischengeborenen. Mond spiegelt etwas für die Krebsgeborenen, innere Gleichgewicht bleiben. Unterstützung kommt bei den Schützengeborenen und bei den Wassermanngeborenen. Diese Mondenergie löst Unsicherheit aus bei den Löwengeborenen und bei den Zwillingsgeborenen und innere Spannung, innere Nervosität, das haben die Wiedergeborenen und die Waagegeborenen. Samstag, am 22. September.
Samstag ist ein Saturntag. In diesem Samstag steht Sonne mit Merkur in Verbindung und das bedeutet Gespräche, klärenden Gespräche oder wir erfahren die Wahrheit. Die Mondbewegung beeinflusst unseren Alltag. Mond bewegt sich in 13. Tithi. Und das bedeutet die Wünsche, die Sehnsüchte und diese Sehnsucht nach unserem zweiten Hälfte. Das ist eine Sexualenergie und bedeutet Lust, Lebensfreude und unserem Wünsche. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann und dieser Mondhaus heißt Tanishta und übersetzt heißt das Grenzgebiet. Und das ist die Grenzgebiet zwischen Steinbock und Wassermann. Die Steinbock verkörpert die Energie, die Himmel auf die Erde bringen. Die irdische Welt nach göttlichen Gesetzen gestalten. Und das betone ich immer wieder, dass die Tierkreiszeichen Steinbock geboren ist ein Stück Erde noch von dem paradiesischen Zustand. Und nicht umsonst herrscht über die Tierkreiszeichen Steinbock Saturn und Saturn herrschte in die goldenen Zeitalter. Und das sind diese Erinnerungen, was hier in Tierkreiszeichen Steinbock verborgen ist. Und genau das entspricht auch diesem Mondhaus, die Himmel auf die Erde bringen. Die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen haben einen anderen Blick. Die schauen hinauf bis zum Sternen, aber die Energie ist eigentlich dasselbe. Diese Mondbewegung in Tierkreiszeichen Wassermann ist sehr gut, eine gute Energie für die Wassermann-Geborenen, Waage-Geborenen, Zwillings-Geborenen, Widder-Geborenen und Schütze-Geborenen. Es spiegelt etwas für die Löwen-Geborenen. Die Löwen-Geborenen sollen im inneren Gleichgewicht bleiben. Einflüsse von außen und Unterstützung haben die Steinbock-Geborenen und die Fischen-Geborenen. Diese Mondkraft löst Unsicherheit aus bei den Krebsgeborenen und bei den Jungfraugeborenen und innere Nervosität und Spannung verspüren die Stiergeborenen und die Skorpiongeborenen. Sonntag am 23. September. Sonntag ist die Herbstpunkt. Tag und Nachtgleiche. Und in diesem Tag, in diesem Herbsttag und Nachtgleiche, habe ich wieder ein Ritual, ein Wunscherfüllungsritual. Und dieses Wunscherfüllungsritual ist gratis. Sie können noch gerne anmelden. Die E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Bitte dazu schreiben. Wunscherfüllungsritual und Sie müssen auf nichts verpflichtet fühlen. Also das ist diese Herbst, Tag und Nachtgleiche in diesem Sonntag am 23. September. Mond befindet sich im 14. Tithi und das ist der Tag Shivas. Das ist wie ein Tanz, etwas geht zu Ende, kommt etwas Neues, das ist der Kreislauf des Lebens. Mond befindet sich immer noch in Tierkreiszeichen Wassermann und dieser Mondhaus heißt Shatabisha, die 100 Ängste, die Gefahren, damit bewusst zu sein. Aber die Aufgabe ist in diesem Mondhaus unsere Ängste überwinden. Und wenn das gelingt, dann finden wir die innere Ruhe, haben wir eine andere Wahrnehmung und wir sollen in diesem Tag, weil das ist möglich, dass wir Gefahren ausgesetzt sind in diesem Tag, eher zu Hause bleiben oder zurückhaltend zu sein. Das Zuhause, Musik, diese Entspannung ist wichtig. Diese Mondenergie wirkt sehr gut bei den Wassermann-Geborenen, Waage-Geborenen, Zwillingsgeborenen, Widder-Geborenen und Schützen-Geborenen. Spiegelt immer noch etwas für die Löwen-Geborenen und die Löwen-Geborenen sollen entspannt im inneren Ruhe, im inneren Gleichgewicht bleiben.
Einfluss von außen und Hilfe kommt bei den Fischengeborenen und bei den Steinbockgeborenen. Diese Mondkraft löst Unsicherheit aus bei den Krebsgeborenen und bei den Jungfraugeborenen. Und innere Spannung, Nervosität verspüren die Skorpiongeborenen und die Stiergeborenen. Und das war mein Wochenhoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.